Ja, hallo, servus und grüß euch. Herzlich willkommen zurück in der Basis. Ich muss zugeben, ich habe jetzt mehrere Wochen Aufnahmepause gemacht. Ich habe dazwischen Lara Croft Tomb Raider aufgenommen und es wird Zeit, dass wir, jo, in Code Vein etwas weiter voranschreiten. Soweit ich mich erinnern kann, und ich muss zugeben, ich kann mich nicht mal wirklich erinnern, was in der letzten Folge alles geschehen ist, aber den jungen Mann, die drei Höhlen, die haben wir erforscht, brauchen wir nicht. Gut, wir quatschen uns mal durch. Thank you. You really saved me. Gerne. Die ist nach wie vor glücklich. Hey, Io. What is it? Haben wir Geschenke für dich? Tauschen? Kostbarkeit geben? Kostbarkeit geben? Erlesener Sake. Der Wert dieses Gegenstandes hängt stark von seinem Besitzer ab. Bugarali-Puppe. Magst du Sake trinken? Ich meine, auf Essen war sie ja immer eigentlich ganz neugierig. Wir geben ihr einfach mal den Sake. Jo. Is this something necessary? Das hätten wir uns sparen können. Schade eigentlich. Dann geben wir ihr die Puppe auch noch. What an odd-looking figurine. But its face looks pleasant. Did people once ride these creatures on their journeys in the world outside? I would like to try riding one someday. Oh, dann hätten wir ja vielleicht doch nur die Puppe geben sollen. So, Gegenstände. Haben wir irgendwas Sinnvolles? Medikament, Geste beten. 37 Handelspunkte haben wir bei ihr. 10 würden wir benötigen. Stempel. Ich weiß nicht genau, was man mit Stempel und so machen kann. Muss ich mir irgendwann nochmal ansehen. Eos Chrome. Wertvoll ist mir eher zum Blut. Ja. Take care. Achso, sprechen. Wollten wir ja auch noch mit dir. I have found a purpose. Schön für dich. I will give form to the power of the Vestige's creator and bind it to your bloodstream. Because you are you. Wer ist der Creator und warum willst du mich mit ihm verbinden? It seems I can restore the blood code of a Vestige's creator from elements left in the Vestige. If you find any Vestiges, please let me know. Ja, it da haben... It could be a chance to grant you additional strength. Da haben wir doch Erinnerungen und so. Überrest wiederherstellen. Jägerüberrest 2 reparieren. Den haben wir noch nicht. Hermesüberrest A. B. Atlasüberreste. Puh, da machen wir eine eigene... Oder machen wir das in, wir machen das in der Folge. Wir werden das jetzt alles reparieren. Ihr wisst ja, das sind die Erinnerungen. Bin gespannt. Aber ich mag diese surreale Farbgebung. Louis, why do you keep bringing blood beads to some random kid like me? There isn't really a particular reason. But if I had to give one, I'd say it's because you were alive when I met you. That's... Don't keep risking your life for me, Louis. You can't. You don't need to worry about me, really. Focus on keeping yourself alive and well. Louis. Jo, Louis ist ein guter. Das haben wir ja schon mitbekommen. Louis kept bringing me blood beads, which spared me from the constant struggle other revenants faced over them. At home. There was no fear of being turned to ash or becoming one of the lost. I had blood beads, and that meant I had peace for myself. It was all mine. But was that really okay? Naja, ich meine, Louis macht es ja freiwillig, also so gesehen. Hätte ich jetzt, würde ich kein schlechtes Gewissen haben, außer er bringt sich wirklich in massive Schwierigkeiten. Hier, take them. They're yours. Don't worry about me. Being the only survivor would be boring anyway. Oh, schön. And, you know, we rely on each other to survive, right? That's what people do. Das heißt, auch er gibt seine überflüssigen Bloodbeads. There you are. You're that crazy kid that's been passing out blood beads, aren't you? Oh no. Maybe. What if I am?
If you've got so many lying around, then how about you pass some along to us? After all, we've been hurting since one of our kids turned lost. I don't have that many. Even if I did, I wouldn't give a single beat to bastards like you. You stupid punk. In that case, we'll just take him by force. Tjo. Ich hoffe, wir haben die zweite Erinnerung auch noch. Ich möchte jetzt gern wissen, wie das ausgeht. Ich weiß nicht, haben wir Kevin gefunden? Kevins Überreste. Sharing the blood beads I gave him with some of the other revenants. He wasn't stupid. He had to have known what would happen if he did something like that. Okay, er war nicht dumm, er wurde in Vergangenheitsform. Ja, aber er ist halt menschlich geblieben. So, nächste Erinnerung. What is it? Jägerüberreist D. I'm sorry, Louie. I'm afraid it's over for me. But I don't regret what I did. When I gave out those blood beads, I felt like I was taking back my humanity. For a brief moment, I felt like I was truly alive. It was because of you. Thanks to you, Louie. I wonder if I was able to become even a little bit like you. Goodbye. Jo, Frage hat sich gerade geklärt, was mit Louie passiert ist. Oh, ich finde das irgendwie schön, diese Story, die dann so bruchstückeweise erzählt wird. That was Kevin, you wanted to. Ich würde sagen, er konnte stolz auf sein Leben sein. Ich meine, ja, stimmt schon, du hast ihn wirklich gerettet, Louis. Stimmt auch, weil er hat ihn davor gerettet, dass er halt irgendwie so ein unmenschlicher Wiedergänger wird. Schwierig, aber ich glaube, er konnte stolz auf sein Leben sein. Yeah. I believe you need a real sense of dedication before you can truly say you've saved someone. It's just self-deception to feel like you've helped after giving no more than handouts. But at the same time, I'd be a coward if I only sat back and watched while doing nothing. Even if I'm deceiving myself, I have to keep fighting. And if I fail to help, I'll face up to what I've done. But I also won't let that stop me from trying to help others. That's what I've decided. I couldn't save Cruz. Even when she begged for my help, I wasn't strong enough to do what was necessary. Now, this is all I can do for her. And the world. It doesn't change what happened. Or the fact that I'm responsible for Kevin's death. Nee, stimmt ja nicht. I appreciate you sharing his memories with me. Thank you. Das hat er jetzt ein bisschen zu negativ aufgefasst, diese Antwort. Oh no. Damit habe ich jetzt auch nicht rechnen können. Weil eigentlich, ja, ich meine, haben wir ja mitbekommen. Er hat ihn ja gerettet. Aber egal, jetzt ist zu spät. Ich hoffe, er versinkt nicht zu sehr in Depressionen. What is it? Überreste wiederherstellen. So. Hermes. Bin gespannt, was uns bei Hermes erwartet. Our scouts were in it up to their necks. But they brought us intel that gave us the queen's location. Ah, okay, es geht mir um die Königin. Yaksha squad. Those guys are the best. We've been given the order to deploy. This is the real thing, so stay on the ball. Hey, Davis, are you listening? Oh, yeah. Sorry. I'll go get ready.
Wir wissen ja noch viel zu wenig über diese ominöse Königin und was da eigentlich tatsächlich ablief. Pay attention, Davis! The middle of enemy territory is no place for a stroll. Sorry. I appreciate it. You're about to frenzy. We need to get you back for treatment. Ich kann die jetzt alle nicht zuordnen. Wer ist Davis? Wer sind die anderen? What's been the matter with you lately? It seems like we catch you spacing out more and more these days. If something's wrong, you can talk to us. We're friends, right? Yeah, you're right. Sorry. The truth is, I've been looking for someone ever since I woke up as a revenant. Her name is Jessica. We were engaged back when I was still human. She was my fiance. Ja, oh, schade, dass man da nicht laufen kann. Wobei andererseits, es wird wahrscheinlich die Immersion zerstören. Es ist halt irgendwie so diese Traumsequenz, da ist das ganz okay. Nur gerade die letzten Stufen oder so würde ich gern hochlaufen und weiter zur nächsten Erinnerung. Ich finde das hochspannend. Wer redet jetzt mit uns? Wer fühlt sich verbunden mit Jessica und Davis? Ah, that was one of my memories, wasn't it? Das ist Davis, okay. Where did you find it? Unten in den Tiefen. The depths, huh? Hard to believe it was all the way down there. I guess these things really are in the last place you think to look. My memory loss is pretty severe, even for a revenant. Almost everything from my human days is gone. My name isn't even Davis, or at least I don't think it is. They just started calling me that when I became a revenant. When I first woke up, the only thing I had in my possession was a single photograph of a woman. But no matter how much or how hard I thought about it, I just couldn't remember who she was. Oh, das muss voll schlimm sein irgendwie. Ich könnte noch etwas länger suchen, da unten könnte noch mehr sein. Ich habe offline dort unten nochmal alles abgegrast, weil ich ein bisschen leveln wollte und auch die Waffen hochleveln wollte. Da ist nicht mehr. Aber ja, wir sagen mal, da unten, ich könnte noch etwas länger suchen. I appreciate any help you can provide. Thank you. So, I still knew her name back then. Back then it was one battle after another. Somewhere in all the fighting I must have just lost that memory. I knew I wouldn't die, so I kept coming back again and again. But I left something important behind. Aber ich glaube, wir haben ja auch noch eine zweite gefunden. Ich weiß es nicht genau. Io! What is it? Ja, heute Folge Io und Chrysalia. Genau, Hermes Überrest B. Dann können wir ihm vielleicht ein bisschen helfen, seine Erinnerungen zurück zu erlangen. Your fiance is not an easy person to find. Jessica. Sorry. I didn't mean to drag you both into all of this. Stop apologizing. The queen is gone now, so we can continue surveying the depths. All we have to do is keep our eyes peeled and avoid letting our guards slack. Yeah, but we've been looking practically everywhere and there's just no trace of her. At this point, she might even be... Don't. We don't want to jinx it. I contacted someone at the shelter, but no one there matched the description. Thank you for trying. Still, I wonder if maybe it's time for me to give up and move on. Listen, Davis. If that's what you've decided, if you really want to move on, then I'd be happy to come along with you. Naomi, I'm not sure I can yet. Right, of course. I'm just being impulsive. Sorry. Forget what I just said. Sorry, but I have other business to take care of today.
We've had a few reports of a revenant sneaking off with blood beads, so I have to investigate that. Watch your back out there, all right? People will do anything if they're thirsty enough. Don't worry about us. Just get yourself home safe, yeah? I will. Take care. Gut. Gespannt, was Davis jetzt sagt. Zweihänder. Ja, das müssen wir uns auch noch ansehen. Ich habe ja, wie gesagt, den... I had been so focused on trying to find my fiance, that I didn't see what was right in front of me the entire time. Scheint, als hättest du gute Freunde gehabt. Ja, sie haben ihn ja unterstützt, wo es nur ging, bis halt zu dem Punkt, wo sie meinten, okay, wir müssen uns aber auch um andere Dinge kümmern. The three of us had been together since Operation Queenslayer. Honestly, you just don't find friends like that every day. I had completely forgotten what she'd said back then. It feels pretty pathetic, forgetting something like that. Life as a revenant seems like a cruel joke sometimes. Tio, haben wir noch eine Erinnerung? Oje, Io? Sorry. Mit zerzauselten Haar. What is it? Tut mir leid, du kannst jetzt nicht Pause machen. Wir müssen da so richtig Überreste herstellen und so. Hermes Überrest 3. Nicht genug Materialien. Atlas Überrest. Assassinen und Assassinen über S3. Ja, wir machen da jetzt noch weiter, oder? 17 Minuten, wir machen die Folge durch, dann können wir uns in der nächsten Folge wieder aufs Gameplay konzentrieren. Ich hoffe, ihr findet es nicht zu langweilig, aber ich finde das richtig cool, dass die Story da so erzählt wird. Und ja, allein die Musik, ich mag den Song, der da gespielt wird. Damn it! The whole place is swarming with horrors. We need to get out of here fast. Wait, Riki. Some of our people are injured. Leave them behind. We don't have the numbers to sit around defending the wounded. There's a building surrounded by a moat up ahead. We can take refuge there for a while. It should give us some cover. Are you kidding me, Yakumo? Do you want to stick around until everyone heals? Ziemliches Herzchen, dieser Riki. It's horror town. We need to look for a way out while we still can. And just leave our friends behind? I'm not going to do that. I can't. I'd rather die here defending them. You've completely lost it, man. I guess it's just us who want to live. See you, Yakumo. Should we really have stayed? We've made our choice. Anyway, no one can know what tomorrow will bring. Right, Yakumo? Yakumo? Yeah. Right. Oh, ich hoffe, denen passiert nichts. Weil sie halt auf Yakumo gehört haben, der ja der Gute in der ganzen Sache ist, meiner Meinung nach. Und ich weiß auch schon, wer das ist. Mit dem haben wir auch relativ wenig bisher geredet. Das ist doch dieser überhebliche Vogel, oder wo ich dachte, dass er ein überheblicher Vogel ist. Ja, genau. Those people. They were my old comrades. We might be able to find out where they are now, if we follow their memories. You know, use them as a kind of trail. We stayed with the injured. I guess. In a way, I'm the one who left Riki behind back then. Along with everyone who followed him. In the end, all of us who chose to stay died. Maybe if we had talked it out more, we could have found a way to stick together. Maybe then some of us might have survived.
Trotzdem finde ich, hat er das Richtige getan. Oh, thanks for saying that. Still, I get it in my head sometimes. I start to wonder, did all those guys who left blame me for their deaths? Well, it's not like I'll find the answer now, no matter how many times I ask. Was mir auffällt, Io hat einen Mantel um. Warum? Schwächen wir sie damit so derartig, dass sie, ich meine, vorhin lag sie ja schon auf dem Bett. Io, wieso hast du jetzt diesen Mantel? Den Umhang? Bedeutet das irgendetwas? Wir werden es herausfinden. What is it? Sorry, ich muss dich nochmal quälen. Hermes Überrest. Haben wir nicht. Haben wir nicht, haben wir nicht. Assassinenüberrest. Okay, dann sind wir schon durch. The first face we saw when we woke up from the deep sleep was one we thought we'd never see again. Miguel's. We were mauled to death by horrors after the great collapse. Mido collected our bodies and brought them back to life with things called boar parasites. Most of us didn't survive the revival process, but they might have been the lucky ones. The rest of us were thrown right back into thraldom. If I could just somehow find a way to get out of this place, maybe while Mido is busy experimenting on Emily. You know, Giacomo still feels bad about what happened back then, when the two of you guys fought and split up. He does? Yeah, I think he always wonders if there might have been another way. Like I even care about that. Naja, ich bin mir nicht ganz so sicher, ob Ricky nur die coole Socke spielt oder ob er wirklich so hartherzig war. Ah, da. Ich finde den Ausgang nicht. Listen up! The facility walls have been breached and the lost are getting in! This is just what I've been waiting for. Let's slip out in the confusion. What about Giacomo? He's still asleep. You already know the answer. He was always a blind goody-two-shoes. I despised him to his last breath. Okay, Frage geklärt. I won't be satisfied until he wakes up and I get to punch that stupid face of his one more time. Ja, ziemliches Herzchen, dieser Ricky. Und ich bin jetzt gespannt, wer jetzt da steht. Ist der Teil unserer Gruppe? Na, Giacomo ist Teil unserer Gruppe. Da ist er. So, it was Ricky and the rest of them who did it. I always did wonder who pulled me out of that place. How lame was that? I was the only one still asleep. I wonder if they all made it out of there in the end. I hope so. I hate to think that I slowed them down. Okay, das habe ich dann falsch interpretiert. Also hat Ricky ihn doch rausgeholt dann danach und dann erst wieder liegen lassen. Ach, schwierig. Es ist noch zu früh, um das zu wissen. Yeah, I know. We'll figure out what happened to them. I won't let them be forgotten. Oh, ich hoffe so, wir haben keine Erinnerungen übersehen. Aber notfalls grase ich die Gebiete noch einmal ab, damit wir wirklich alles finden. Okay, Io, du bist bald... What is it? Bald kannst schlafen gehen. Aber ich glaube, wir haben noch ein paar Überreste. So, Hermes ist durch. Okay, wir sind durch. 24 Minuten, fast 25 Minuten Aufnahmezeit. Danke, Io. It seems I can restore the blood if you... It could...
Take care. Jo. Sie haben wir eigentlich auch noch nicht irgendwie zuordnen können. I've got just about anything you could want. Ich weiß nicht, ob Coco nicht glücklicher gewesen wäre über den Sake. Even the lost are valuable customers if they bring them. If you want it, I got it. If you want it, I got it. Was haben wir denn da? Ich meine, außer zu wenig Dunst. Königin an Eisen. Das ist aber, wir brauchen Königin an Stahl. Come again soon. Jo, Coco. Dann machen wir die Folge noch rund. Wir haben 25 Minuten. Wir sehen uns einfach nochmal kurz um. Ob wir da noch irgendwas übersehen haben oder ob da vielleicht jetzt auch noch Gesprächspartner oder so sind. Okay. Da stand nur Mia rum. Mia rum. Die ja unsere coole Partnerin ist, Mia Karnstein. Die haben wir ja in der letzten Folge auch kennengelernt. Finde ich hochinteressant, das Ganze. Und ich weiß auch gar nicht, wo wir hin müssen. Genau. Ich habe da mal die schwere Axt der Befestigung auf plus 3 gelevelt. Labris des Tyrannen plus 3. Mehr geht halt nicht. Und die Nachtklaue, unser Umhang, ist jetzt auch mal plus 3. Das sind so Maximum, die Maximum-Limits. Durch die Erinnerungen selber, das hätten wir jetzt schon verinnerlicht. Aber das können wir halt nur anwenden, wenn wir von Kämpfer auf ich weiß nicht was wechseln. Blitzverstärkung. Das habe ich mal offline versucht. Ich habe es nicht zusammengebracht, das mit dem Fokussieren und so weiter. Sollte man aber vielleicht irgendwann einmal beherrschen können, weil ich glaube, es kann nicht schaden, wenn wir unsere Waffe infusen. So, wir reden nochmal mit dir. We don't know why your blood can activate missile and blood springs. However, there's a medicine made from the Queen's blood which has the same sort of effect. This is only a hypothesis, but your blood might be related to the Queen somehow. Vielleicht bin ich die Queen. Die Reinkarnation. We'll need to find three blood springs and research for the source. Springs are always found in locations with missile. So, first we find missile, then expand our search radius from there. When I woke up as a revenant in this prison, blood springs already existed, and everyone relied on them. We don't know where they came from or how they work, but without them, nearly all revenants would have joined the Lost. That will still be the outcome if things don't change, though. That's why we need to study the blood beads. We can head out whenever you're ready. Is something up? We can head out whenever. Alles klar. Gut, ich habe nämlich eh keine Ahnung, wo wir als nächstes hin müssen. Nächstes Ziel, suche die Geschwister. Erkundungsziel, untersuche heulende Grube. Ja, dann machen wir das in der nächsten Folge. Geschwister und heulende Grube, ich hoffe, ich merke mir das. Hey du! Hi! Did you need something? Mit der Quietschestimme. What do you wanna upgrade? What do you wanna upgrade? So, jetzt können wir uns das mal ansehen. Ich habe jetzt ausgerüstet. Den Kollegen, schwere Axt der Befestigung. Königin an Stahl. Keine Ahnung, wo wir das bekommen, aber wir haben da jetzt physisch 516 aktuell. Die Labris des Tyrannen hat nur 490, also das schwere Ast der Befestigung wirkt schon sehr geil. Und das königliche Schlechterinnen Großschwert plus 2 hat 544. Also jetzt schon besser als die schwere Axt der Befestigung plus 3. Aber das ist etwas sehr langsam, dieses Großschwert. Okay, take. Ich habe halt gern so eine Mischung aus Geschwindigkeit und doch Schlagkraft. Okay, gut. Jetzt haben wir doch knapp 30 Minuten geschafft. Aber die Erinnerungen waren spannend, finde ich. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn wir dann ja, suchen, wo wir hin müssen. Danke fürs Zusehen. Ich bin draußen für heute. Ich wünsche euch was. Ciao, baba.